So, hallo und herzlich willkommen zu Smaxi Stream. Mein Name ist Maxi, bla bla. Aber heute mache ich mal einen anderen Stream und zwar den habe ich derzeit einfach ein bisschen Lust, Family Tracker überhaupt mal zu zeigen, weil ich mache eigentlich relativ viel Zeug immer mit Family Tracker und dabei wissen viele Leute nicht mehr, was es ist. Und zwar Family Tracker ist ein Kompositionsprogramm zur Erstellung von Musik, wie sie exakt wie sie auf dem NES quasi stattfinden würde. Dazu kann man verschiedene Soundchips auswählen, die auf dem NES auch Verwendung gefunden haben. Und einfach um das mal ganz kurz vorzuzeigen, einen Moment. Standardmäßig sieht es effektiv so aus, dass diese fünf Soundkanäle quasi vorhanden sind: Puls 1 und 2, Triangle, Noise und DPCM. Und durch Add-on-Chips kann man weitere Soundkanäle hinzufügen, was ich sehr häufig eigentlich in Family Tracker auch mache. Nun, wie funktioniert Family Tracker überhaupt? Effektiv hat man hier dieses Piano Roll. Ich nehme jetzt einfach mal einen vorgefertigten Song, den man vielleicht auch schon gehört hat. Und es verläuft immer senkrecht, also immer nach unten quasi. Und in dieser Spalte zum Beispiel werden Noten angegeben. Dann hier die Instrumentennummer, da kommen wir hier oben noch dazu. In dieser Spalte die Lautstärke von 0 bis F, also hexadezimal quasi 0 bis 15. Und dann diese drei, beziehungsweise bis zu vier Spalten machen wir mal hier. Diese vier Spalten sind effektiv für irgendwelche Effekte vorgesehen. Zum Beispiel Lautstärkeabfall und Klangänderungen und so weiter und so fort. Und weil, ich weiß, als ich Family Tracker angefangen habe, das war ganz schön kompliziert, aber ich möchte gar nicht groß drauf eingehen, weil effektiv bin ich eigentlich nur da, um ein Lied zu komponieren. Und von ein paar Freunden habe ich vor einer Woche oder zwei quasi die Zusage erhalten, dass ich deren Soundtrack machen darf. Und weil ich einfach den NES-Soundchip, beziehungsweise die NES-Soundchips so sehr mag, habe ich einfach vorgeschlagen, das mit Family Tracker zu machen, was zum Glück angenommen wurde. Und wie sich das halt einfach anhört, effektiv NES-mäßig. Ich mache einfach mal auf Play. Und so weiter und so fort. Also einfach NES. Einfach mal, um es zu zeigen, ich kann auch mal einfach was hervorholen, was ich mal wirklich einfach nur in reinem NES-Soundchip erstellt habe. Und zwar, ihr seht auf jeden Fall mal eine Menge, Menge Sachen, die ich mal angefangen habe und nie, und zum Teil nie vollendet habe. Was hat denn. War hier. Dann war das. Hier, Mega Man X kennt man und das ist nicht vollständig, aber. Ein Song aus Mega Man X, aus dem Super Nintendo Teil, einfach mal als NES in NES-mäßigen Stil umkonvertiert. Hört sich dann ungefähr so an. Und so weiter und so fort. Das auch nur als Beispiel. Zurück zu dem Soundtrack, den ich machen sollte. Ich weiß, ich kann mich jetzt gerade nicht daran erinnern, ob das wirklich eine Auflage war oder nicht. Eine Melodie quasi zu nehmen und die in verschiedenen Stilen, wie es halt dann zu den entsprechenden Arealen und so weiter passen soll, umzuschreiben. Ich habe es auf jeden Fall einfach so gemacht. Die Hauptmelodie, ich spiele sie mal nochmal ganz kurz ein, ab diesem Takt hier. Also, um es nochmal genauer zu zeigen, Moment, das war hier. Das ist so ungefähr die Hauptmelodie, mit ein paar extra Takten natürlich. Und die habe ich auch in jede Songvariation mit reingebracht. Also, das gerade eben war das Thema für den Schlossbereich. Dann gibt es eine Boss-Variante davon. Sofern da überhaupt ein Boss stattfindet, weiß ich nicht, aber mir hat es einfach Spaß gemacht, das auf Boss umzuschreiben. Und so weiter und so fort. Also effektiv, es soll einfach so ein Banjo-Kazooie-ähnliches Feeling haben, mit sich, also mit sich bringen.
Und das ist auch wirklich das, was ich dabei verfolge. So ein Banjo-Kazooie-ähnliches Feeling reinzubringen. Es gibt das Schloss, dann quasi Boss-Variante davon, dann gibt es eine alte Version, eine neue Version von einem Friedhof. Ich mache jetzt mal nur die neue. So ein bisschen Mad Monster Mansion soll da quasi drin sein. Da habe ich mich zumindest dran orientiert. Und auch dann schön in Dreivierteltakt auch mal umgeschrieben. Einfach alles ein bisschen creepier, ein bisschen unruhiger, wie sich effektiv für einen Friedhof eigentlich auch gehört. Und falls ihr es nicht erkannt habt, die Me Hauptmelodie hat, ist, also ich meine, eigentlich erkennt man es schon, aber um es nochmal zu zeigen. Und so weiter und so fort. Also eigentlich offensichtlich versteckt sich die Hauptmelodie in den ganzen Songs auf jeden Fall. Dann gibt es dazu auch nochmal eine Boss-Variante, allerdings unterscheidet die sich stärker vom Rest als die anderen Songs. Und jetzt fehlt noch ein Theme für den Wald. Und da muss ich jetzt echt erstmal krass überlegen, wie sich Wald normalerweise so ungefähr anhört. Muss ich mal schauen, was gibt es denn für einen bekannten Wald in bekannten Videospielen? Zum Beispiel aus Mario RPG, aber der klingt Banjo-Kazooie-mäßig. Was haben wir denn bei Banjo-Kazooie? Schauen wir mal. Also ihr könnt es jetzt nicht sehen, ich schaue jetzt einfach auf YouTube. Ich weiß nicht, da hatten wir den Jinjo-Wald, den Banjo-Tooie. Schauen wir mal. Jinjo-Plateau hieß es, glaube Mas vamos dar uma olhada. Okay, das scheint irgendein spanisches Let's Play zu sein. Ups. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, da kommt ein. Vielleicht soll ich Soundtrack mit dazu eingeben. Ninja Village. Titelsteam, das brauche ich nicht. Viral Mountain ist eigentlich dann wieder zu fröhlich. Also wenn ich Musik mache, dann hole ich mir gerne Inspiration von anderen Liedern, die mir sehr gefallen. Ich meine, ich kann natürlich was selbst studieren, aber Inspiration ist nie verkehrt. Solange man nicht einfach irgendwas eins zu eins kopiert, ist es, kein großes Thema. Ist hier quasi. Ja, genau. Das hört sich gut an. Ein bisschen weltlicher auf jeden Fall. Beziehungsweise wahrscheinlich, wenn man ein paar Flöten reinbringen würde, wäre das nochmal besser. Aber auf jeden Fall schaue ich mal, was ich kann. So. Das wäre allerdings dann auch wieder ein Dreivierteltakt. Ich bin mal ein Dreivierteltakt einbauen. Aber ich glaub, da bleibt mir nichts anderes übrig. Also Dreivierteltakt. Hier oben rechts sieht man Row Highlight, das heißt, welche Zeile gehighlightet wird. Die erste Zahl sind die hellroten Highlights, die zweite Zahl sind die dunkelroten Highlights. Und standardmäßig ist es auf Viervierteltakt eingestellt. Viervierteltakt heißt vier Viertelnoten pro Takt. Dreivierteltakt ist drei Viertelnoten pro Takt dementsprechend. Also man kann sich so vorstellen, Viervierteltakt ist jedes ganz normale Lied, jeder Popsong, jeder keine Ahnung, Jazz-Song, Dubstep, was auch immer, ist in 99% der Fälle im Viervierteltakt. Dreivierteltakt ist sowas wie ein Walzer zum Beispiel. Es gibt auch tatsächlich diverse Metal-Musik in Dreivierteltakt, oder zumindest mal in Variationen vom Dreivierteltakt, meistens in Sechsvierteltakt. Kann ich ja doch immer ganz kurz zeigen. Zum Beispiel dieses Boss-Theme vom Friedhof ist im Sechsvierteltakt geschrieben.
und so weiter und so fort. Also jetzt immer so dünn, 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 dünn macht. Wenn man also quasi drei Noten auf eine Viertelnote quasi im entsprechenden Abstand schreiben kann, ist das ein Sechsvierteltakt. Zumindest ist es das, was ich als Sechsvierteltakt bezeichne. Es gibt sicher Leute, die sind versierter in musikalischem Verständnis als ich. Aber ich nenne es einfach ganz so. Wenn irgendjemand das besser weiß, darf er mich gerne korrigieren. So, jetzt probieren wir es mal. Irgendwas Weltliches zu schreiben. Wichtig ist auf jeden Fall einfach die Melodie. Die brauchen wir nochmal. Mann, ich hätte vielleicht nicht das Waldlied zuletzt nehmen sollen. Schau, ich kann mal das. Ist halt einfach sehr ähnlich schon wie das Friedhof. Bisschen schade. Irgendwas anderes. Das könnte jetzt dauern. Das ist erstaunlich. Kein Banjo-Spiel hat wirklich was Welt. Wie ein Wald an. Außer jetzt hier, was ich gerade mir angehört habe. Halt doch, natürlich. Wir haben doch Click-Lock-Wood. Banjo-Kazooie, was zum Teufel? Banjo-Kazooie. Click-Lock. Mal den Frühling. Das klingt schon viel besser. Okay, da habe ich schon meine Inspiration. Da brauche ich nämlich keinen Dreivierteltakt. Kann ich schön Viervierteltakt benutzen. Und alles ist gut. Frage ich mich halt nur, ist der Wald dann eher gruselig oder eher nicht so gruselig? Naja, da ich sowieso die gleichen Akkorde verwenden werde. So, ich erlaube mir auch einfach mal diese am Anfang zu übernehmen. So. Alles sollte ich vielleicht erst meine Melodie da reinholen. Zu langsam. Okay, ich versuche auch gleich mal direkt zu erklären, was ich überhaupt mache. Und zwar hier oben links ist die Speed-Anzeige. Die Speed-Anzeige funktioniert so, dass jede Zeile zwei, ich sag mal, NES-Ticks sind. Oder zwei, könnte das noch besser zeigen? Ich glaube sogar zwei Frames quasi entspricht. Das heißt, auf 1 ist ein Frame pro Zeile, bei 2, 2 Frames pro Zeile, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Und dementsprechend verringert sich dann die eigentliche Geschwindigkeit, die ihr übrigens hier unten seht, immer wieder. Das Tempo ist quasi die Grundgeschwindigkeit, kann man auch erhöhen und verringern, je nachdem, wie man es braucht. So haben wir jetzt gerade 450 BPM quasi. Mal auf 1 stellen, haben wir es nochmal schneller, dann haben wir 900 BPM, auf 3 haben wir 300 BPM, bla bla bla, und so weiter und so fort. Also es multipliziert sich nicht wirklich, es ist tatsächlich potenziell berechnet. So viel mal dazu. So, jetzt möchte ich alles auf jeden Fall, was okay, jetzt was ihr hier seht, sind die verschiedenen Einstellungen für die einzelnen Instrumente, die es gibt. Jetzt gerade, vor allen Dingen, es gibt hier zwei verschiedene Arten von Instrumenten. Jetzt gerade, weil ich den VRC6 Soundchip noch mit integriert habe. Das ist ein Konami Soundchip, der unter anderem Verwendung gefunden hat in Castlevania 3 zum Beispiel. Und
Die weißen Symbole 2A03, das ist der Standard NES-Soundchip, und VRC6, die sind die gelben Symbole, das ist der VRC6-Soundchip und das sind auch die entsprechenden Instrumente hierfür. Und man kann die, ich sage jetzt mal, die weißen Instrumente nicht im VRC6-Channels benutzen, das sind die rechten drei, und umgekehrt auch nicht. Also man kann keine VRC-Instrumente im NES-Soundchannel benutzen. Das heißt, man muss für jeden Soundchannel alles separat programmieren. So, und dann diese, um diese Fenster zu erklären, wir haben hier fünf verschiedene Effekte: Volume, Arpeggio, Pitch, High Pitch, Pulse Width. Und Volume ist klar, ist die Lautstärke, und das kann man hier einfach pro Tick verstellen. Also das ist wirklich, das ist unabhängig von der Speed-Anzeige, das ist pro Tick, pro Frame sozusagen, verändert sich dann der Wert um das untere. Diese Lautstärke-Einstellung ist jetzt eigentlich für ein random random Effekt, den ich den ich nirgendwo eingesetzt habe. Tatsächlich eigentlich kann ich das löschen. Arpeggio ist quasi die, jetzt im Sinne vom Frame-Tracker, der direkte Einfluss, welche Note gespielt wird gerade. Und hier sieht man einfach 6, 4, 3, 2, 1, bla bla. Also auch alles random. Vielleicht kann man dem grünen vorgehobenen ein bisschen folgen. Scheinbar nicht. Es geht auf jeden Fall einfach, erst wird diese Note gespielt, dann hier unten, dann bla bla. Geht dann einfach random weiter. Pitch ist Pitch. Also da wird prozentual ist jetzt auch nicht ganz richtig, aber es wird halt langsam und fast stufenlos die Notenhöhe verändert. Also nicht direkt von zum Beispiel C auf Cis, sondern auch Zwischenwerte davon. High Pitch ist dann auch das gleiche wie Pitch, nur in einem höheren Maß. Also man kann höhere Pitch-Werte direkt verwenden. Und Pulse Width ist, lass mal schauen hier, da kann man direkt beeinflussen, welche Form das Instrument haben soll. Und Form heißt jetzt in dem Fall, achtet mal hier auf die Oszillation. Wenn ich jetzt einfach das D spiele, seht ihr, das sieht relativ sägenmäßig aus, so kann man es besser erkennen. Kann ich halt einfach einstellen, was gespielt werden soll. Jetzt habe ich gerade den Sawtooth Channel auch benutzt, natürlich sieht es sägenmäßig aus. Wenn ich das jetzt hier einstelle, okay, kann man es am leichtesten erkennen, denke ich. Einfach so, das ist einfach der Ausschlag quasi, den das Instrument verursacht. So viel dazu. So, jetzt muss ich aber gerade schauen, warum. Achso, jetzt. Okay. Hier zum Beispiel V7. Also ist, bei den VLC-Kanälen ist es ganz was Eigenes tatsächlich, wie ich was mache. Und 0. Man kann einstellen von 0 bis 7. 0 ist 12,5% Ausschlag. Also das heißt, von einem Ausschlag zum nächsten wird die Note oder wird die Note 12,5% der Zeit quasi gespielt, und der Ausschlag, ich weiß nicht, wie schnell nacheinander ist. Also das kommt auf Note an, gespielt. Und dann gibt es noch 25%, das heißt, es geht immer in 12,5% Schritten quasi von 12,5 bis 50%. 50% ist einfach nur ein Square Wave, wie es im Bilderbuch steht. Und ja, ich bin nicht der beste Lehrer, was das angeht, aber auf jeden Fall gibt es einfach verschiedene Einstellungen, die man da einstellen kann. Muss ich jetzt allerdings zurückstellen. Null. Noch die Melodie machen. Vielleicht mache ich etwas langsamer. Muss noch mal kurz an. Okay. Also ich versuche jetzt einfach mal den Stil da ein bisschen zu kopieren und noch was Eigenes einfließen zu lassen, auf jeden Fall. Wird halt nichts ein. Es wird auch ein bisschen swingen.
Sechs Viertel. Irgendwas mache ich falsch. Wie habe ich das hier gemacht? Okay, da habe ich komplett anders gemacht. Muss ich mal ein bisschen Takt dazu holen. Ich benutze ja immer vorgefertigte Instrumente. Und Snare ist, funktioniert im Noise Channel. Der Noise Channel erzeugt nur weißes Rauschen. Und man sieht ja einfach, Grundlautstärke ist nicht besonders laut. Die ist auf 10 statt 15, was das Maximum ist. Und da macht es natürlich Sinn, die auch abfallen zu lassen bis auf 0, dass es nicht die ganze Zeit ein Rauschen ist, auf jeden Fall. Arpeggio ist. Geht einfach nach oben, um quasi ein Snare-Drum quasi einfach zu simulieren. Da muss man einfach nach Gehör quasi arbeiten. Und Duty Noise ist quasi das gleiche wie beim VLC Pulse Width. Heißt, es gibt zwei verschiedene Werte bei, oder zwei verschiedene Arten und Weisen, wie der Noise-Channel funktionieren kann. Der kann einmal einfach nur weißes Rauschen bringen. So. Ganz normales weißes Rauschen. Und es gibt noch ein sich elektrischer anhörendes Rauschen. Und für normale Instrumente benutzt man aber in der Regel weiße Rauschen. Es gibt auch noch ein paar Ausnahmen, wo man. Wo man halt das elektrischere verwendet, zum Beispiel für Ride Cymbals oder sowas. Aber für normale Hi-Hats, Snares, sogar für normale Bassdrums kann man das normale weiße Rauschen. Ah, das kann ein bisschen. Das kann heiter werden. So, wo ist man nicht ein normales ist. Hier versteckt. Dann, um dann zum nächsten zu kommen, es gibt hier Rows, das heißt, so viele Zeilen hat man in einem Takt und in einem Pattern zur Verfügung. Für so einen Sechsvierteltakt macht es Sinn, die auf 48 oder 48 zu stellen oder ein Vielfaches davon, je nachdem, drauf ist. Ich mache jetzt mal hier
Pattern 48, weil das für mich leichter dann wird, Noten und so weiter zu übertragen. Ah, hier habe ich schon vergessen. Ein F für Lautstärke. Instrument ist dumm. Auch nicht. Vielleicht sollte ich das alles, ja? Auch das Trying. Um mal zu den NES-Soundchips zu kommen, der grobe Unterschied ist, erstmal bei den Pulse-Channels hat man nicht von 0 bis 7 Möglichkeiten, sondern nur 0 bis 3. Und dann gibt es auch nur 12,5%, 25%, 50%, 75% Öffnung sozusagen. Und also ein bisschen weniger Möglichkeiten als bei VLC 6. Und das ist effektiv alles. Das ist der einzige Unterschied. Ich glaube, die gehen auch nicht ganz so hoch und so tief wie der VLC 6 Channels, aber sonst ist es der einzige Unterschied. Triangle wiederum ist was komplett anderes. Upsala, das war so nicht. So. Hier, kann man das beginnen? Wo bleibt denn? Also es ist einfach dreiecksförmig, sagen, also einfach ein Zickzack. Wird hauptsächlich entweder für Bässe benutzt, wenn man kein Add-on-Soundchip benutzt, oder man kann es auch, also ich persönlich verwende es auch gern für flötenähnliche Instrumente. Das einzige Dumme ist, es gibt keine direkte Lautstärke-Einstellung für Triangle. Es ist entweder da und dann auf volle Lautstärke oder es ist einfach aus. Es gibt nichts dazwischen. Und dadurch, dass es sich gleich anhört, muss man auch immer mit Commands arbeiten. Es gibt zwei verschiedene Arten und Weisen, Noten einfach aufhören zu lassen. Es gibt die 1, nee, 3 sogar. Es gibt die, also man drückt auf die Tastatur 1, dann kommt dieser horizontale Strich. Das heißt, Note wird hier ab hier nicht mehr gespielt. Es gibt aber auch den S-Command, den kann man ein bisschen besser einsetzen. Dass man die Note beenden soll im Sinne von die Zahl dahinter gibt die Ticks an, nach wie vielen Ticks die Note abgeschnitten werden soll. Und hier jetzt nach einem Tick, das heißt, die wird in dieser Zeile noch einen Tick lang gespielt und dann beendet. Und gerade für solche schnell aufeinanderfolgenden Noten ist es eigentlich ziemlich nützlich. Besonders im Triangle ist halt so, wenn ich jetzt hier kein S reinmachen würde, dann würde von E4 nach E4 gespielt werden. Das heißt, man würde nicht hören, dass hier eine neue Note gespielt wird. Sondern die Note wird einfach nur um diese zwei Zeilen verlängert. Und das klingt nicht dumm, aber wenn man es jetzt spielt, man gemerkt, werden die Note abgebrochen. Wenn ich es aber wegmache, überhaupt nichts gemerkt. So. Rein. Mal höher. Das ist auch nicht ganz. Ah. Vielleicht muss ich alles einfach ein bisschen transponieren. Auf jeden Fall. Um mal das Gedudel am Anfang zu übernehmen. Erstelle ich ein neues Pattern durch den Knopf hier oben, Insert Frame, also kein neues Pattern, neuer Frame. Hier links sind quasi die Frames. Eine dieser Zahlen ist immer ein Pattern. Schiebe den um eins nach oben, weil es davor dran kommen soll. Und wenn ich das jetzt richtig mache, das ist aber tief. Achso, weil ich ja, genau. Diesen Triller möchte ich haben.
Den kann ich jetzt entweder so machen, jede Note einzeln einfügen, oder, das ist nämlich auch ein ziemlich cool, ich kann einfach nur dieses B machen, also eigentlich deutsches H. Und dann gibt es den Null-Command, der mir quasi so einen Triller erstellt. Und diese zwei gelben Zahlen hinter der Null geben an, welche Noten als nächstes gespielt werden sollen. Also von B nach C ist eigentlich nur eine Halbton hoch. Das heißt, eine Taste weiter, da gebe ich also eine 1 ein. Und wenn ich dann jetzt hier einfach mal die Note abspielen lasse, klingt scheiße, weil es zu schnell ist. Das kann ich so eigentlich auch nicht machen. Okay. Dafür ist die Geschwindigkeit zu hoch. Das heißt, ich muss tatsächlich die Hand angeben. Aber sowas eignet sich hervorragend, um zum Beispiel einfach zwei Oktaven, die gleiche Note, zwei Oktaven fast gleichzeitig zu spielen. Das ungefähr so an. Oder wenn man es schneller haben möchte. Also da werden da pro Kanal nur eine Note gleichzeitig möglich ist, kann man so ein bisschen den Effekt emulieren. Dass zwei Noten in Anführungszeichen gleichzeitig gespielt werden. Okay. Das muss anders laufen. Das ist alles zu dicht aufeinander. Ich glaube, das ist schon ein bisschen besser. Aber langsam glaube ich, ich darf doch das Triangle dafür benutzen. Sollte doch hier gehen. Dann schauen wir, was damit ansteht. Noch eine Sache, die ich auch nicht erklärt habe. Und zwar, ich habe Instrument 00 und 01 sind bei mir New Instrument. Eigentlich nenne ich immer /dpcm und Blank. Warum mache ich das? Und zwar, ich habe immer gerne Instrumente, die null Einstellungen hier haben. Ihr seht hier zwar ein bisschen Volume-Einstellungen, aber hier ist kein Haken dran. Das heißt, es wird kein Effekt darauf verwendet. Einfach Blankos quasi. Und hier genauso wird kein Effekt darauf verwendet. Weil ich jeden Effekt von Hand mit diesen ganzen Commands hier, die in diesen Spalten eingegeben wird, kontrollieren kann. Und das mache ich ganz gerne auch für irgendwelche Instrumentenwechsel, die schnell stattfinden müssen. Und es gibt ihm einfach auch ein bisschen ein natürliches Gefühl. So, wir haben das da. Oh Gott, nein. Mal die 5. Klingt nach Flöte. Das klingt tatsächlich ein bisschen arg nach Flöte. So, jetzt geben wir dem alles noch ein leichtes Vibrato. Das heißt, so ein... ist zu wenig und zu extrem. Das klingt schrecklich. Klingt alles scheiße. Ich nehme mal lieber ein Tremolo, mal schauen, ob es besser passt. Hört man das? Okay, ich mache es anders. Der A-Command ist Tonabfall, nicht Tonabfall, Lautstärkenabfall. Also sprich, sobald die Note gespielt wird, wird die Lautstärke verringert automatisch. Also ich demonstriere es mal kurz, indem ich nur die eine Note spiele. Also die klingt automatisch aus. Und man muss halt dann, sobald der Effekt aktiv ist, das sieht man übrigens hier unten immer, welche Effekte aktiv sind. Hier unten Volume Slide heißt jetzt. Solange der aktiv ist, muss man an jeder Note, die gespielt wird, die Lautstärke angeben. Normalerweise reicht es, wenn man bei der ersten Note die Lautstärke angibt. Auch wenn es jetzt gerade ein bisschen schrecklich gibt, sich klickt, aber... auf jeden Fall, ihr habt gemerkt, hier sind keine Lautstärkeangaben und trotz allem wird die volle Lautstärke gespielt. Wenn ich jetzt
allerdings hier ein A setzen würde, machen wir nochmal, machen wir A4, und jetzt spiele, dann passiert nichts mehr, weil effektiv die Lautstärke langsam auf 0 gesetzt wird und dann ist klar, dann hört man das Instrument nicht mehr. So. Aber. Das hört sich schon nicht gut an. Okay. Das hört sich eigentlich fast ein bisschen mehr nach Klavinett an, aber ist mir auch egal. Okay, jetzt versuche ich mal alles noch ein bisschen so einen Trompeten-Unterton zu geben, also so Trompetenbegleitung. Und so ein Düb, 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 Düb und so weiter. Das ist halt auf jeden zweiten Schlag quasi ein bisschen Trompetenharmonie dabei ist. Wie mache ich das nochmal am besten? Da muss ich tatsächlich mal meinen Undertale-Mix, den Megalovania mal gehabt habe, mal schauen, war der. Genau, perfekt, direkt richtig. Was habe ich da gemacht? Da ist 0D mit Trombo. 1-0. Ja, das kopiere ich mir jetzt einfach mal direkt rüber. Trombone, auch Posaune auf Deutsch. Ich gebe den Instrumenten einfach auch gerne nur die englischen Namen. Zack. Das ist auch das Gute. Also man kann hier wirklich einfach nur von Hand eingeben, wie man das jetzt gerade haben möchte. Und dementsprechend lassen sich Instrumente auch sehr einfach kopieren, indem man einfach nur den Zahlenstring kopiert und auf der anderen Seite einfügt. So. Square, weil das braucht auch. Das da. Das. Was halt bei Family Tracker auch wichtig ist, um Musik zum Teil richtig gut klingen zu lassen, ist einfach die gleichen Sachen sich zu überlagern quasi. Mache ich auch mal nochmal einen anderen Song auf. Ich habe mal angefangen, den Parodius Soundtrack in NES quasi zu komponieren, könnte man sagen. Und da gibt's es ist bei Parodius tatsächlich auch so, dass, also auf Super Nintendo, dass da zwei Soundkanäle die gleiche Note spielen, nur ganz dezent gepitcht. Und das möchte ich mal ganz, ganz kurz demonstrieren, wie sich das dann anhört. Beziehungsweise, das kann ich auch hier kurz machen. Wenn ich jetzt einfach. Machen. Wenn ich jetzt hier ein B spiele und hier ein B spiele, nur diese zwei laufen lasse und jetzt spiele ich es mal ab. Klingt strange. Wenn man aber den Pitch um 1 verändert, also standardmäßig Pitch ist 80, und wenn ich das jeweils um 1 nach unten, 1 nach oben verändere, hört sich so an. Dann hat das so einen leichten Chorus-Effekt. Und das ist einfach, also die Überlagerung von gleichen Noten, die gleich gespielt werden und nur dezent abgepitcht werden, macht extrem viel aus. Dadurch, dass die Waveformen immer gleich sind, muss man damit auf jeden Fall viel experimentieren, aber das hat man eigentlich ziemlich schnell raus, weil so viele Möglichkeiten hat ja der Family Track jetzt auch nicht. Beziehungsweise, was heißt Möglichkeiten? Nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten. Sollte ich einfach nur ein Hi-Hat machen. So, wenn man das Hi-Hat. Ja. Okay. Hi-Hat auf Note. Weg. So, gut. Auf jede zweite Note, auf den zweiten Schlag, meine ich. Okay, und jetzt trompetmäßig zurück. Warum habe ich jetzt hier voll übersehen? Hier. So. Trombo.
hier. Das da. Delete. Und dann habe ich aber. Super, dass ich das Parodius aufgemacht habe, weil da habe ich mir auch komplett super reingebaut. Alles. Genau. Das ist quasi angedacht für den Sawtooth-Kanal. Da sollte ich ab. Das ist halt einfach sich ein bisschen anhört wie eine Tuba. Sollte ich trotzdem noch, immer noch drüber probieren. Ihr seht ja auch Release. Release ist eine weitere Möglichkeit. Also ich hab angefangen, habe dann voll vergessen aufzuhören, das zu beenden. Wie man Noten abschließen kann. Also wie gesagt, zum einen den Strich. Zum anderen geht es natürlich auch einfach, Lautstärke auf 0 zu setzen. Und dann gibt es noch, wenn man die Zirkumflex-Taste drückt, also die Taste links neben der 1, dann kommt ein Doppelstrich. Und der wird auch nur, also das ist quasi der Release. Und den muss man aber pro Instrument entsprechend definieren. Und wenn ich jetzt eben gerade mal mache. Ach, kacke. Das ist gerade falsch. Njack. Da ich. Tuba. Und Lautstärke. Dann seht ihr hier, also da, hier dargestellt durch den Schrägstrich und hier durch den violetten Release-Balken. Das heißt, und das kann ich hier zum Glück gut demonstrieren, dass der Tonabfall einfach erstmal wird, wie man sieht, der mittlere Balken gehalten, das heißt die volle Lautstärke, solange die Note gehalten wird. Und sobald die Note losgelassen wird, werden dann alle Effekte dahinter quasi verwendet. Also ich kann es ja auch nochmal erweitern, indem ich dann einfach und das merkt man gleich. Ich komme lieber auf 0. Und um es mal einfach komplett extrem darzustellen, erstmal so, merkt ihr gleich, sobald ich loslasse, gibt es halt so ein Zittern quasi. Und das ist quasi die schönste Möglichkeit, aber auch ein bisschen die komplizierteste noch dazu, Noten ausklingen zu lassen. Weitere Sache beim Sawtooth. Der Sawtooth-Kanal hat eine ganz prekäre Eigenschaft. Und zwar, bei dem kann man einstellen die Pulse-Width zwischen 0 und 1. 0 ist einfach ganz normal, aber auf 1 ignoriert der Kanal alle Lautstärke-Einstellungen und setzt sich effektiv irgendwie auf 32 oder sowas. Einfach auf die Lautstärke so laut, dass sie übersteuert. Das klingt dann ungefähr, das klingt dann etwa so. Okay, ich merke gerade die Lautstärke. Ah, doch. Lautstärke hat doch eine kleine Zusatzeigenschaft, und zwar, dass die Note auf normaler, voller Lautstärke weitergespielt wird. Aber man merkt es auch in der Waveform. Es ist dann nicht einfach nur ein Sägezahn an sich, sondern es ist nur mal ein kleiner Sägezahn quasi dazu. Weil ich meine, es ist eine Art Buffer-Overflow tatsächlich von dem Soundchip an sich, dass dann eben die Lautstärke nicht einfach nur auf 15 gesetzt wird, sondern wahrscheinlich, keine Ahnung, auf 17 oder 18, theoretisch. Und dadurch wird nochmal eine kleine Zusatzlautstärke und eine Zusatzform in der Waveform generiert, die dann halt diese Übersteuerung mit sich bringt. Oder zumindest mal so klingt eine Übersteuerung. Das heißt, man kann mit dem Sawtooth echt sehr gut Tubas machen, in die so ein bisschen reingeblasen wird, wie jetzt hier demonstriert. Also am Anfang von dem Sound hört man das immer. Da flackert es quasi ganz am Anfang, die ersten paar Töne. Und das kann man auch sehr gut für, keine Ahnung, zum Beispiel übersteuerte E-Gitarren zum Simulieren quasi machen. Also man kann tatsächlich mit dem normalen NES-Soundchip und dem VLC-6-Soundchip kann man so viel schon machen. Es wird immer wieder sehr unterschätzt, wie viel das NES darstellt oder wie gut ein NES klingen kann. Auch wenn es die ganze Zeit nur piep, piep, piep ist, aber in Wirklichkeit ist es halt einfach so viel mehr. So, auf jeden Fall, die Tuba ist fertig. Den Arpeggio lasse ich weg. Das heißt, hier.
Okay. Mach mal. Das lässt sich nicht ausklingen. Also, okay, ich glaube, ich habe jetzt mein Stil für den Wald ein bisschen gefunden. Das wird wahrscheinlich dezent Polka-mäßig, aber das ist egal. So. Hier. Ja, auch. Release. Okay, das wird hier also einfach so und so und so. Ja. Und das und das und das und das. Upsala. Etwas falsch. Ja. Jetzt sich nochmal unsere Vorlage an. Okay, noch mal ein bisschen anders. Ich glaube, dann ändere ich das auch noch mal dezent ab. Sollte funktionieren. Das selber noch mal hier. Ups. Das werde ich mal ein bisschen Brato mit reinbringen. Start. Stark genug. Nee, okay, dann lass uns da einfach raus. Da bringen wir lieber ein bisschen Sound ab. Jetzt. Ich kann dann einfach copy-pasten, das ist das Einfachste auf der Welt. Okay, es klingt überhaupt nicht nach Wald. Oh Gott, es klingt überhaupt nicht nach Wald. Hier muss ich.
Nee, das klingt scheiße. Ich glaube, das darf ich nochmal von vorne machen. Das klingt mehr wie eine. Das klingt mehr wie aus Banjo Kazooie später das Glücksspiel. Das ist nicht so cool. Ah, was mache ich? Was sagen die anderen Waldteams von Banjo Kazooie? Nein. Kack. Runter und das wird auch so. Bad schmeckt mir jetzt. Ja, das ist schon besser. So, und jetzt suche ich eher mal keine Blechblasinstrumente, eher so Streams. Das klingt gar nicht gut. Mal damit. Ich glaube, das könnte sogar auf den Wald passen. Laut. War nicht hoch genug. So. Dann damit. Das B. Oh, sie ist das Square. Ne, Quatsch, nicht das Square. Ich brauche das hier. Ich glaube, die Tuba kann ich trotzdem gebrauchen. Warum macht er das? Warum macht er das? Okay, was? Hä? Ach so, war ich falsch. Lassen.
Das ist besser. Das ist viel, viel besser. Oh Gott, jetzt kommen wir echt was auf einen grünen Zweig sozusagen. Jetzt geht's richtig los. Hey, hör auf damit. Das wird doch. Ja, weil ich das Ding mal häufiger loopen müssen. Schwenk. Da, das da. Da kommen wir doch wirklich was zu was Gutem. So, dann kann ich den hier noch drüber kopieren. Also, um es auch kurz mal zu erläutern, der Triangle Channel wird ja, wie gesagt, häufig für Bass benutzt, aber der Sawtooth Channel ist eigentlich der bessere Bass. Ich benutze gern beide für Bass, um wieder Überlagerung und so weiter auszunutzen, weil das doch sehr viel Sinn macht. Upsala. Und um mal die beiden Kanäle einzeln zu spielen. So. Alleine nicht besonders wirksam. Wenn man jetzt Sawtooth nimmt. Ja, aber da fehlt was. Und deswegen benutze ich einfach gern beide zusammen auf ungefähr gleiche Oktavenhöhe. Das hört sich einfach besser an. Aber ich muss mal schauen, ob das vielleicht so noch besser ist. Ja, ich glaube, so ist es. Okay. Nee, Gott, sogar die. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Namen für den Song. Das wird nichts. So nicht. Und auch um das zu erklären, der Dreier-Command ist quasi der flüssige Notenübergang oder das automatische Pitchen von Note zu Note. Also wenn ich jetzt von G auf E runterpitchen will und ich mache das mit 308, ich mache das mal einfach mal von Note für Note, dann hört sich das so an. Und normalerweise ist es ja, also ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Okay, ist nicht.
Ich brauche ganz Lautstärke. So, das kann ich dann löschen. Vielleicht merkt es auch, man kann das Ganze sehr einfach mit der Tastatur alles. Ist immer sehr, sehr verdammt. Wenn ich hier bin. Noch besser, weil da unten kommt noch ein Chor. Ist immer noch. Heißt, kann jetzt einfach. Dadurch, dass die Akkordreihenfolge die gleiche ist, wie im Pattern davor, kann ich, nicht Pattern, im Frame davor, kann ich das gleiche Pattern, was ich schon erstellt habe, einfach nochmal verwenden. Das ist nämlich der große Vorteil. Man erstellt immer nur verschiedene Patterns und ordnet die so an, wie es passt. Es ist einfach sehr, sehr einfach gehalten, aber es macht sehr viel Spaß. Okay. Das heißt, hier kann ich gleich tun. Das und das und das. Das. Auf. Und jetzt. Und gibt es gleich. Das heißt. So. Gut. Nee. Instagram ist eigentlich die Karte von erst. Ich muss jetzt hier zwecks Belagerung mit Bassspuren ein wenig abändern. Wenn ich es doch eine Oktave höher mache. Auf jeden Fall das Vibrato, weil das macht. Noch höher. Ich muss aber die Harmonien auf jeden Fall der Lautstärke runtersetzen, die zu laut. Ja. So. Achso, ist schon was. Etwas. Ja, ich weiß was. Da fehlt eine kleine Prise Salz. So, schau. Thank you.
wenn ich das jetzt. Wenn ich das jetzt. Nee, shit, fuck, she. Na gut, okay. Ich mag es eigentlich. Ich bin eigentlich mehr so der Typ, der gerne kompakt komponiert. Und mir gefällt es nicht immer, wenn ich einen zweiten, dritten oder vierten Effektskanal öffnen muss. Das ist einfach. Irgendwann wird alles zu breit und zu unübersichtlich und das gefällt mir nicht. Aber hier ist es halt jetzt einfach vonnöten. Rüberversetzen, wird alles entsprechend im gleichen, in der gleichen Reihe zurückgesetzt. Glaube. Noch leicht machen. So und alle. Noch. Das könnte. Aber es muss lauter sein. Sehr lauter sein. Ja. Ich glaube, das. Ich glaube, das kann ich tatsächlich hier oben auch. Neuer Frame. Ich höre mal auf, das Abfuhr. Bauen 6, 4, 8. Genau. Hier ist ein so ein Ding, wo ich den Note Slide tatsächlich gerne einsetze. Schauen. Schneller gehen. Schneller! Ja, viel besser. So.
So, und na, da kommt gleich. So, brauche ich jetzt eigentlich erklären. So, hier. Ich brauche Co meine Chor für meine Akkordabfolge. C, G. Und das ja, schneide quatsch. Eins, jetzt auch eins, dann auch wieder neun und sechs und acht. Ach, Oktave. Was mache ich denn gerade falsch? Was mache ich gerade falsch? Ach so, das ist. Ah, jetzt habe ich hier mal. So, und hier. Save. Irgendwas. A, okay. A und A. Schön. Und C ist A und hey, was zum Teufel? Da, was? Da. D, B, warum auch hier B, egal, vielleicht ist es gut an. Und bis so. Das muss. Ich glaube, das ist falsch. Kann ja gar nicht sein, wenn da eine A ist. Okay, wie habe ich es denn hier gemacht? Ah, hier ist A-Moll und da ist, was auch immer der Akkord wirklich tatsächlich ist. Das habe ich wieder gemacht. Und zwar muss hier ein E. So ist es viel besser. Das heißt, ich muss noch mal ein Lied abändern. Yeah. Hier noch mal. B.
will und schauen, ob es gut klingt. Also ich komponiere meistens wirklich einfach nur nach dem Schema, klingt's gut oder nicht gut. In der Regel klingt's gut. So, die ersten vier wichtigen Takte auf jeden Fall schon mal fertig. Dann kann ich nämlich jetzt anfangen, ein bisschen Atmosphäre reinzubringen, indem ich Chor hinzufüge. Das ist erstmal 0, das ist 0, auch 0, 0, 0. Und zwar, das NES ist in der Lage, stark komprimierte oder stark runtergerechnete Soundfiles, also Wave-Files, abzuspielen und als Instrument zu benutzen. Und ich habe da schon mal was vorbereitet. Ich habe hier verschiedene Chor-Soundeffekte. Die einfach nur verschiedene Akkorde spielen oder singen. Und die sind auch schon auf die Melodie komplett ausgerichtet. Und die werde ich jetzt hier auch ein bisschen mit einbringen. Jetzt schauen wir mal. Das ist erst. Und was dann. Ich weiß nicht wieso. Also ich kann nicht erklären, wieso, aber. Also der Z-Command, der steht nur für die Wave-Files zur Verfügung. Und der wiederum reguliert den Delta-Counter. Und der Delta-Counter ist die Höhe des Audio-Samples auf dem und dem, an der und der Sample-Stelle. Also Wave-Files besteht aus Samples, bla bla. Ich kann es nicht, mal genau erklären. Also ich weiß nur die groben Eigenschaften von den Sachen. Und in jedem Fall, dieses Z setzt die Höhe auf 0 zurück. Und es hilft vor allen Dingen deswegen, weil der Wave-Kanal, also der DPCM-Kanal, hat diese ganz komische Eigenschaft, den Triangle und den Noise-Channel vom NES-Soundchip einfach mal leiser zu setzen, wenn Wave-Files über Noten davon gespielt werden. Und dieser Delta-Counter, diese Delta-Counter-Rücksetzung kann das verhindern. Oder kann es zumindest mal verringern, sage ich mal, die Auswirkung darauf. Ich setze es einfach immer, wenn eine neue Note in einem von beiden Kanälen gespielt wird, auf Z, Z00 meine ich. Und das hilft auf jeden Fall mal sehr, die Noten hörbar zu lassen. Also, beziehungsweise, ich demonstriere es mal ganz leicht. Vielleicht merkt ihr es, dass es wirklich dezent leiser wird. Und wenn ich jetzt die Z-Commands dazu setze, ein Moment. Dann, also jetzt ist die Lautstärkeverringerung der beiden Channels auf jeden Fall um einiges geringer gewesen. Es ist wirklich eigenartig, aber so ist es. Und deswegen der Z-Command, Delta-Counter direkt manipulieren zu können, ist halt schon sehr interessant. Es gibt einige Commands, die nur für bestimmte Channels zulässig sind, zum Beispiel. Also gerade der PCM-Kanal hat noch W, damit kann ich den Pitch quasi anpassen. Das demonstriere ich auch mal ganz kurz. Wenn ich jetzt hier W8 mache zum Beispiel, dann hört sich das schon mal ganz. Also normal hört sich so an. Und wenn ich jetzt das untere abspielen lasse, hört sich so an. Ich meine, was? So. Also, das heißt, es ist einfach dafür da, dass man einen Soundeffekt, den man eingebracht hat, für mehrere Tonhöhen vor allen Dingen einsetzen kann. Dass man nicht 15 Millionen verschiedene Sounds braucht, wie ich mir jetzt mit den Akkorden gemacht habe, aber ich brauche die Akkorde natürlich, sondern
man kann die Aufnahme zum Beispiel einer Klaviertaste nehmen, einfach so ein Bing, das hohe C zum Beispiel, und dann einfach den Pitch runtersetzen, und dann kann man den gleichen Sound für mehrere Noten einfach verwenden. Und das ist beim NES natürlich total wichtig, weil, also Famitracker ist eigentlich schon sehr, sehr spendabel, was es angeht. Ich habe bis zu 256 Kilobyte verfügbar, nur für diese Wave-Samples. Normale NES-Spiele hatten vielleicht maximal 16 Kilobyte zur Verfügung. Ich glaube, manche sogar nur 4 Kilobyte. Wenn man hier sieht und ein bisschen binär umrechnen kann, sieht man, dass diese drei Soundfiles schon jeweils 4 Kilobyte groß sind. Und ich brauche allerdings 8 Akkorde, stimmt das? 8? Ja, aber ich glaube, eins ist ein Duplikat. Ne, es sind sogar 3 Duplikate. Also ich habe 6 Akkorde. 5 oder 6 Akkorde. Und die brauche ich halt. Und ich könnte in normalen 4 Kilobyte oder 16 Kilobyte, könnte ich nicht alle 5 Akkorde unterbringen, die ich brauche. Und das ist halt einfach, wenn man wirklich sagen, wenn man wirklich NES-nah arbeiten möchte, was die Musik angeht, ist es wirklich extrem wichtig zu bedenken, wie viel Platz habe ich eigentlich zur Verfügung. Die meisten NES-Spiele haben gar keine DPCM-Sounds verwendet, aber ich verwende die einfach gern zur Atmosphäre, weil wenn man sich es einfach mal anhört, das hier, upsala, nochmal, und jetzt das hier, das ist halt komplett anders. Da ist halt einfach Atmosphäre noch dabei. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr wichtig. Aber so möchte ich vor allem nicht hören. Eigentlich möchte ich nur kurz. Jetzt muss ich einmal ganz kurz was testen. So, ich habe den E-Akkord. Wenn ich den jetzt vom Pitch her runtersetze, ob ich eine Oktave tiefer machen kann. Fast. Aber ich glaube, 12 ist das nächstbeste. Ist aber Sushi. Also, ja. So. So, ich habe vergessen, den Bass an. Und das hier noch. Also, die zwei Akkorde hier, die unterscheiden sich schon ein wenig, weil hier ist noch eine tiefe Stimme mit drin. Ich glaube, das macht einfach ein bisschen mehr Atmosphäre. Also ich bin zumindest der Meinung, das macht Atmosphäre. Lass mich in Ruhe, ist mein Ding. Ja. Okay, aber das ist jetzt alles schön und gut. Aber ich brauche noch ein kleines Intro. Und zwar schaue ich jetzt mal. Selbst hier.
Nicht 66. Da 6. Ja, da kann ich eigentlich. Ja, ich glaube. Ich glaube, ich weiß. Ja, ja, natürlich kann ich das. Oh, natürlich kann ich das. Kann ich einfach diese Melodie hier einbinden. Das finde ich sehr nett von mir selbst, dass ich so gut daran gedacht habe. Weil so wie ich das jetzt weiß, ich sollte irgendwie das Spiel mal probe testen, damit ich schon den Soundtrack dafür mache. So wie ich das jetzt weiß, ist es so, dass der Wald, das Zwischenstück, also das zweite Gebiet ist zwischen Schloss und Friedhof, und ich glaube, es macht sich ganz gar nicht so schlecht, wenn die Stile sich in dem Wald vermischen quasi. Also der Dreivierteltakt oder der fast, ja, der Dreivierteltakt vom Friedhof mit dem noch halbwegs fröhlichen Ragtime-Ding vom Schloss sollte eigentlich ziemlich gut funktionieren, schätze ich. So. Upsi. Das ist zu hoch. Ja, 4, 8, 4. So, nicht. So. Das ist ja natürlich doof. So nicht, mein lieber Gesangsverein. Extra. Ja. Welche gerade nochmal? Anderen ja, Tonart. Ohne das.
Da ist es, glaube ich, am besten. So macht es. 0. 0. Obwohl, nein, eigentlich sollte ich gar kein Wasser. Ganz näher einbauen. Wer weiß. Weiß ich dann fast schon wie ein gruseliger Zirkus. Nee, ich glaube, das ist nicht. Doch, ich brauche einen Snare. Mann, oh Gott. Ich werde mich jetzt die ganze Zeit nicht entscheiden können, ob ich einen Snare brauche. Aber der Snare hört sich dumm an. Vielleicht hört sich das besser an. Ja, das hört sich viel besser an. Ich glaube, ich nehme einen fetten Kick noch dazu. So, da brauche ich, für den Part brauche ich aber einen Schlagzeug. Mein Beat. Denn auch da. So, jetzt brauche ich wirklich einmal den. Fuck. Okay, ich will jetzt mal was weiteres, was anderes. Nee, so nicht. Aber das hier klappt.
Irgendwie scheine ich wohl den Note Slide nicht zurückgesetzt zu haben. Es ist es. So. Aber der muss anders werden. Drink. Nein. Auch. Ja. Der wird nämlich jetzt von oben nach unten geslidet. Aber vielleicht noch einer. Weniger. Ja. So. Und was ich bei den Songs bisher immer gemacht habe, ist, ich habe diese Melodie, die Hauptmelodie, zweimal wiederholen lassen. Einmal normal, einmal mit was extra. Und danach hat jeder Song seine eigene Zweitmelodie. Und jetzt muss ich mir echt überlegen, was ich hier für eine Zweitmelodie machen kann. Vor allen Dingen, wie lang geht's denn bisher? Okay, das muss ich ganz dezent ändern. Das heißt ändern. Das ist eigentlich so, ich muss das ändern, aber ich möchte noch ein bisschen zu. Das war einmal dieser Spiel. Im zweiten Ton entsteht ein kleines Echo. Und das ist gut. Das gibt Atmosphäre. Schauen wir uns mal nur die drei Channels an. Das ist zu laut. What the fuck? Laut. Jo. Das Echo hat sich jetzt hier auch drauf übertragen. Okay, das muss ich abwenden. Das Echo soll nur im Intro vorkommen, also nicht in den anderen drin sein. Das hier noch hier einfügen. 3.
Irgendwas. Nee. Das ist egal. Ja, da krieg ich's. So, und jetzt noch ein ziemlich nicer Scheiß. Moment. Muss ich hier alle mit A's versehen. Und zwar, wie es ziemlich easy ist, mit einem Kanal zwei Instrumente zu spielen. Wenn diese Noten sich überholen, sag ich schon, überlagern oder wiederholen. Und zwar. Und dann hier. 5, 5, 5. So, da hört man schon raus, aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Das war mit V. Das war so. Dann mach ich das. Das super Tolle an den VRC6 Sound Channels ist wirklich, dass die 7 verschiedene Pulse Widths haben und man damit super toll einfach sich verkünsteln kann. Ich kann jetzt einfach immer wieder das Ding ändern und es hört sich am Ende einfach richtig nice an. Okay, man hört es nicht so gut raus, aber in dem Echo effektiv, da jedes Mal im Echo ändert sich die Pulse-Width und das hört sich halt einfach immer komplett anders an. Ich schau mal, ob ich vielleicht kurz in dem anderen Kanal sagen kann und rausfiltern kann. Und zwar alles, was A ist, schmeißt raus. Also brauche ich eigentlich 0. Einfach so ein Wow-Wow-Wow-Effekt. Ach, hallo Klaus, schön, dass du dabei bist. Ich mache eigentlich nur Musik, falls du dich dafür interessierst. So, also, vielleicht habt ihr es gemerkt, es ist einfach dieses Wow-Wow-Wow. Das verändert sich so dezent. Und das funktioniert einfach bei den VCR-Channels richtig super gut. Und leider in den regulären Pulse-Channels nicht so, weil die einfach nicht dieses Spektrum haben, was die VLC6-Channels haben. Okay, ja, du hast nicht unrecht, Klaus.
Ja, ich schon. Es fängt an auf. Oh, ich glaube, ich mache es ein bisschen lauter. Ich mache es doch auf F8. Das ist ja schließlich irgendwo die Hauptbild. Aber ich kann. Oh, ich kann mich noch mehr verküsseln. Oh! C. B. 6. Ja, komm. Sechs. Fünf. Dann kommt der. Was kommt da vor? Ah, 9. Ah, 5. Oh, ich kann mich noch mehr vergessen. Oh Gott, hab ich gerade Ideen. Leute. Nee, ich sollte mich gar nicht zu sehr verkürzen, was ist, sonst wird die Melodie verwirren. Aber ich kann es hier so. Eins, zwei. So klingt das doch richtig cool. Und das ist halt einfach. Also ich habe hier effektiv jetzt gerade zwei Instrumente oder zweimal den gleichen Effekt. Einmal als Echo, also einmal als normal im gleichen Kanal. Also so kann man wirklich bei NES-Musik einfach den Kanal sich oder die Sachen sich zusammensparen. Das macht echt Spaß. Einfach so dieses Minimalistische, das ist eine Klasse. Voll gut, Mann. So, jetzt mache ich hier. Ja. Wow. Uno. Wow. Eins. Stimmt nicht. Will ich eigentlich schon. Drei. Das ist zu viel. Oh, okay, dann muss ich glaube ich zwei. Doch vier, doch eins. Mhm, das ist das. Dann das und jenes. Eigentlich mache ich gerade einen dezenten Müll. Nicht das, was ich wollte, eigentlich wollte ich. Ja. 3 ist völlig in Ordnung. Aber ich wollte auch ich war ein Echo ein Instrument. Und zwar die. Ist dann weg. Drei, fünf, neun, zehn, acht, zwei. Und es ist mir noch. Ich glaube, ich muss doch ganz laut starten lassen. Das bringt das hier. B und dann hier. Verzeihung, es tut mir wirklich leid. Zweier reinschmuggeln.
das jetzt dann. Genau, die machen wir auch 9, 5, 3, 4, die 3, 1, die. Auch etwas langsam. Ja, so. So. Das da. Werte übernehmen. Hopp. Hier. Achso, da muss ich auch. 5. Ich lasse mal nochmal ganz vorne an. Okay, ich glaube, ich muss hier doch was machen. Und zwar auf Kicks. Stört mich doch ziemlich. Klaus, den Song kannst du noch gar nicht downloaden, weil ich den schließlich auch gerade erst mache. Aber ich werde ihn später auf meine Soundcloud stellen. Auf meine Soundcloud. Später, also der Stream, den werde ich auch auf meinen YouTube-Kanal übertragen, da werde ich den Link zu meiner Soundcloud auf jeden Fall drunter setzen. Gar kein Problem. Aber jetzt gerade ist dieser Song speziell noch nicht herunterzuladen. Das wird nicht über Patreon, also das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Also der wird wahrscheinlich kostenlos sein. Das war doch gerade falsch.
Warte schon, ob ich irgendwo einen Fehler gemacht haben könnte. Nein, ist alles. Oh Gott, ich bin jetzt gerade so hart am Überlegen. Das hier und das da, das da, das da, genau.
Okay, irgendwas ist doof hier. Und, och, okay. Das ist auch was, eigentlich ziemlich schweres zum Teil von Hand Sounds nochmal nach, hier nachspielen. Schauen. Was ist denn der Musikmaker? Den kenne ich jetzt gerade gar nicht, leider. Es ist vor allen Dingen, Klaus, um es auch gleich direkt anzusprechen, nicht jeder, wirklich, es ist nicht jeder hat ein Talent für Musik. Vor allen Dingen Musikkomposition ist ein Ding, das kann man lernen natürlich, aber auch, es gibt auch Leute, die einfach wirklich mit Musik nichts am Hut haben. Das sind dann die Leute, die nicht im Rhythmus klatschen können, die Noten beim Singen nicht treffen und die alles einfach schief mitpfeifen. Und also ohne dass ich jetzt was gegen diese Leute sagen möchte, aber weil das ist natürlich jetzt nicht so, als ob wir was dafür können. Es ist nur, Musikkomposition ist halt wirklich, wenn du so einer bist, der, wenn er Lieder hört, die er auch gerne hört, die er häufig schon gehört hat, und wenn du da dann irgendwie neue Melodien dazu dichtest im Kopf einfach nur, weil es dir irgendwie gerade kommt, dann meiner Meinung nach, dann hast du den Drang zur Musikkomposition auch. Aber ich weiß es nicht, also ich kenne jetzt den Musikmaker leider nicht. Es ist halt trotzdem immer noch was, Rhythmusgefühl und Kompositionsgefühl, Musiktheorie und so weiter. Das ist halt was, entweder man lernt's oder man hat's oder nichts von den beiden. Wie gesagt, es gibt Leute, die haben einfach Pech und die kriegen nichts von den beiden. Aber ich persönlich benutze halt jetzt zum Beispiel hier jetzt gerade Famitracker natürlich. Aber ich benutze auch FL Studio zum Beispiel, wenn ich jetzt was Größeres machen will. Wenn ich vor allen Dingen irgendwas Orchestrales machen möchte, dann benutze ich FL Studio mit Soundfonts, mit Orchesterinstrumenten und so weiter. Und ja, es ist halt, nicht jeder hat's drauf und einige Leute hätten es gerne, aber können es nie kriegen. Das ist genauso wie manche Leute haben einfach nicht das Potenzial dazu, Weitlaufmeister, wie auch immer, laufen zu können, einfach schnell laufen zu können. Bin ich auch nicht der Mensch. Ich bin auch kein schneller Läufer. Ich bin ein Schleicher, was es angeht. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn man was nicht kann, sage ich mal. Und so arbeitet man mit Limitierungen von Famitracker. Ich wollte jetzt den Crash, also dieses Push, wollte ich auf jeden Fall noch nach dem Kick weiterführen. Es wird zwar kurz unterbrochen, und zwar wirklich nur kurz, aber ich habe es halt trotzdem noch geschafft, es nach dem Kick wieder einzuführen, von Hand halt einfach dann reinzubauen. Es ist nichts, was jeder macht und was man überhaupt leicht macht, aber man braucht einfach ein bisschen, wenn man mit dem Programm umgehen kann, wenn man mit den Limitierungen umgehen kann, kriegt man es eigentlich ziemlich einfach hin. Und jetzt zeige ich auch noch den G-Befehl. Der G-Befehl bedeutet einfach nur, alles, was in dieser Zeile drankommt, in diesem Kanal, soll um so und so viele Ticks nach hinten verschoben werden. Jetzt werde ich das mal um 2 Ticks nach hinten verschieben und schauen mal, wie es anhört. Ja. Okay, dann geht eigentlich mein Fat-Kick geht eigentlich 6 Ticks. Aber hier geht jetzt ein. Doch, hier geht er sogar 6. Also das heißt, der Kick wird einmal ausgeführt und dann fertig. Und NES ist auch wirklich, also hier, diese Limitierungen sind wirklich dafür da, zu lernen,
das menschliche Gehör auszutricksen. So kurz wie das hier ist, also 6 Frames, effektiv 6 Zehntelsekunden, nee, 6 Sechzigstel, eine Zehntelsekunde lang. Dieser Kick ist eine Zehntelsekunde lang und man hört effektiv nicht, dass der Crash zwischendrin einfach eine Zehntelsekunde lang nicht gespielt wird. Das ist einfach, man nimmt es irgendwo hin, habe ich so das Gefühl, als Mensch. Und ja, es ist halt einfach echt interessant, wie man mit diesem Programm, wie man mit diesen Limitierungen es schafft, menschliches Gehör einfach auszutricksen. Genauso auch das, was ich hier vorhin gemacht habe, diese Sachen hier. Man nimmt einfach an, da sind zwei Instrumente, die spielen. Eins ein bisschen leiser, das andere ein bisschen lauter. Und obwohl es gar nicht so ist. Und das finde ich einfach richtig interessant bei sowas. So, aber jetzt habe ich hier nämlich ganz vergessen. Hier wollte ich jetzt noch das Ding noch drehen. 4888. 5959. Nee, nicht 48, Quatsch. 4844. 5, A555. B66. C66. C6. D7. E7. F8. So. Und wenn wir das jetzt nämlich so abspielen, dann wird es langsam leiser und wieder lauter. Und so weiter und so fort. Das ist, ich mag Musik. Ich wünschte, ich könnte Musik besser erklären, aber ich kann's nicht. Da sagst du, eine Sache kann ich zur Musik. Was heißt das Wort? Moment. Ah, du kannst zur Musik klatschen. Okay, das ist gut. Das heißt, du hast Rhythmusgefühl. Das ist für Musik schon mal eine Grundvoraussetzung. Vielleicht solltest du mal ein Instrument lernen. Ich würde jedem empfehlen, ein Instrument zu lernen. Und selbst wenn es nur was ist wie Schlagzeug oder sowas. Schlagzeug macht auch am meisten Spaß, dann kann man so schön seine Aggression dran auslassen. Aber jedes Instrument ist auf jeden Fall da, um gespielt zu werden. Und jedes Instrument hat auch seine Daseinsberechtigung. Und für Leute, die wirklich in die Musik einsteigen möchten, die wissen, die haben Rhythmusgefühl und die wissen auch, was die weißen und schwarzen, was der Unterschied zwischen weißen und schwarzen Tasten auf dem Klavier ist, den würde ich echt empfehlen, keine Ahnung, ein Keyboard oder sogar wirklich Klavier zu lernen. Oder vielleicht auch ein Blasinstrument, eine Trompete oder sogar eine Flöte oder irgendwie sowas. Wirklich, macht's mal. Es ist vor allen Dingen auch, es trainiert auch euer Gehirn. Besonders Schlagzeug ist da richtig effektiv, weil die Koordination mit Händen und Füßen, alles separat und anders und so weiter, ist richtig, es ist komplizierter, als man denkt. Also ich habe lang gebraucht, was heißt lang gebraucht, ins Schlagzeug reinzukommen und hatte eigentlich sehr gute Unterstützung durch Videospiele, gerade mit Spielen wie Rockband oder Guitar Hero. Und die helfen einem auf jeden Fall sehr gut dabei, Instrumente zu lernen, aber nicht sie zu können. Also Rockband ist jetzt gerade so ein Ding, wenn man diese Gitarre mit 5 Knöpfen hat. Das ist natürlich keine echte Gitarre. Da sind halt die Knöpfe und das Einzige, was es trainiert, ist vielleicht die Fingerfertigkeit, eine Gitarre nutzen zu können. Aber du kannst deswegen deswegen keine Gitarre spielen. Da soll man auf jeden Fall drauf achten. Weil Akkorde auf einer Gitarre zu spielen ist für mich nicht unmöglich, aber einfach viel zu schwer, weil ich habe die Fingerfertigkeit irgendwie nicht. Vor allen Dingen meinem Kleinfinger, der ist irgendwie so, der fühlt sich immer so digital an, immer so oben oder unten, aber nichts dazwischen. Und wo es aber halt wirklich was bringt, wenn man Rockband spielt, ist das Keyboard im dritten Teil. Das bringt tatsächlich was, vor allen Dingen, wenn man den Pro-Modus benutzt, weil man da wirklich echt Noten spielen muss. Und zum anderen bringt es auch beim Schlagzeug was. Ich habe mithilfe von Rockband das Schlagzeug eigentlich sehr gut gelernt, vor allen Dingen die Hand-Fuß-Koordination sehr gut gelernt. Man muss ja nicht sofort auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad anfangen. Man kann auf dem leichtesten anfangen. Und selbst da ist es schon schwer genug, einfach nur rechtzeitig Fuß, Snare, Kick, Snare, Hi-Hat dazu. Und dann bip. Und das ist richtig kompliziert. Aber nach ein paar Wochen oder vielleicht sogar nach ein paar Tagen hat man es dann raus. Und diese Koordination von Hand und Fuß im Takt zur rechten Zeit und so weiter
trainiert man sich dadurch an. Und dann sollte man sich mal ein echtes Schlagzeug anschaffen oder vielleicht auch ein elektronisches Schlagzeug, weil ich es auch gemacht habe, weil das nervt die Nachbarn auch weniger. Und dann einfach weiter trainieren, Rhythmen selbst generieren und so weiter und so fort. Oder vielleicht einfach in andere Schlagzeugrhythmen von bekannten Songs nachspielen. Ist wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr hilfreich, das alles zu trainieren. Ich habe, und um zum nächsten Instrument zu kommen, Gitarre zum Beispiel. Ich habe einen Freund, der sich Gitarre einfach mal komplett selbst beigebracht hat. Der einfach mal sich gedacht hat, okay, jetzt will ich Gitarre lernen. Und der hat sich das innerhalb von ein paar Monaten komplett selbst beigebracht. Einfach nur mit Anleitungen aus dem Internet. Gitarre ist auch wahrscheinlich einer der günstigsten Wege, ein Instrument zu lernen, weil billige Gitarren gibt es überall. Also ich habe eine normale Akustikgitarre, die hat vielleicht 30 Euro gekostet. Keyboard wird schon teurer, ist man mit mindestens 200 bis 400 Euro auf jeden Fall dabei. Schlagzeug ist auch so, meins habe ich jetzt zufällig für 70 Euro bekommen von einem Freund, der es nicht mehr gebraucht hat. Aber so in der Regel elektrisches Schlagzeug ist so bei 150 bis 350 Euro mindestens. Und echtes Schlagzeug kann schon mal mit 500 Euro aufschlagen. Also man sollte sich auf jeden Fall das Instrument gut aussuchen, wenn man, dass man halt auch dann spielen will. Da muss man wirklich drauf achten. So, aber jetzt will ich hier die Musik weitermachen. Ich will jetzt mal ganz kurz komplett die Melodie hier durchspielen und schauen, wie lang das bisher überhaupt geht. Okay, 44,7 Sekunden. Okay, das heißt, ich kann, so wie ich mir das jetzt im Kopf habe, kann ich tatsächlich, wenn ich diesen Part hier komplett fertig habe, Song als abgeschlossen machen. Gerade bei solchen Songs, die man für Spiele macht, ist es tatsächlich wichtig, für welche Situation sind sie. Zum Beispiel in dem Fall ist es wirklich jetzt so eine Art Oberwelt-Melodie. Also man läuft auf jeden Fall in der Gegend umher und das sollte die Melodie dann halt sich nicht alle 10 Sekunden wiederholen natürlich, sondern es sollte auf jeden Fall eine Minute oder sogar anderthalb gehen, damit sie einmal durchgelaufen ist, bevor sie sich halt wiederholt. Und ich werde nachher auch mal das Final Boss Battle komplett abspielen lassen. Das ist tatsächlich 2 Minuten lang geworden. Ich hoffe halt, dass der Final Boss auch wirklich 2 Minuten lang geht. Aber das sehe ich dann spätestens, wenn das Spiel ist. Und übrigens diesen Command hier, der C-Command hier unten, der dient einfach nur dazu, den Song zu stoppen. An der Stelle. Das heißt aber auch, dass der Song sich dann nicht wiederholt. Es gibt auch noch andere Commands wie den B-Command. Der B-Command ist quasi, wiederhole den Song abstelle, lassen wir zum Beispiel mal abstelle 3. Wenn ich jetzt also hier... sind wir hier jetzt im Frame 3 angekommen. Ab da wiederholt er dann den Song. Und glaub, die erste Zahl sagt dann auch, ab welcher Zeile. Also wenn ich jetzt mal Zeile 7 mache, ah, okay, nee. Ich glaube, da muss ich dann 0. Okay, nee, das ist einfach. Und dann gibt es noch den D-Command. Der D-Command ist eigentlich sehr gefährlich. Nee, der ist eigentlich nicht gefährlich. Aber wie man sieht hier, rote Linie heißt immer ein Schlag. Es hat 4 hellrote Linien. Und wenn ich jetzt hier einen D-Command setze, wird es einfach mal auf einen Schlag gekürzt. Also je nachdem, wo man den D-Command halt setzt, wird der Frame dann beendet. Und es wird direkt zum nächsten Frame gesprungen. So viel zur Bedienung. Time track.
Minus, den duplizieren und da kommt hier ein 04. 04 habe ich schon. Ja, die habe ich schon. Dann. Das stimmt. Muss ich hier 3, 2, 1. Okay, so hört man es aber zu stark. Wow. Wow. So funktioniert es. Okay, und jetzt muss ich hier ein bisschen anders agieren. Nee. Der ist ja der muss eigentlich Zeit in so weil es soll aber definitiv nicht an Mario Brothers angelehnt sein, eher an Banjo-Kazooie. Thank you.
Ich habe den 3DS-Simulator noch nicht ausprobiert. Beziehungsweise doch, ich wollte ihn ausprobieren, aber es ist sehr, sehr schwer dafür, aus meinen eigenen Spielen ROMs zu erstellen und ich wollte mir keine runterladen. Von daher kann ich leider nicht sagen, wie gut, wie schlecht der ist oder was ich genau davon halte. Komplett durchlaufen, vielleicht klappt's ja. Uno. Nein, was tue ich? Wiederholen lassen und dann auch da kann ich das Triangle verwenden. Ja, Klaus, gut, dass es für jede Nintendo-Konsole einen funktionierenden Emulator gibt, liegt aber auch einfach daran, weil Nintendo ist halt einfach auch wirklich beliebt, eigentlich, muss man wirklich sagen. Dass Leute die Konsolen nicht kaufen und so weiter, das liegt halt wirklich an Nintendo selbst, aber ich finde es auch ein bisschen doof, dass dann halt so schnell Emulatoren kommen, funktionierende vor allen Dingen. Und das macht denen halt auch das Geschäft wiederum kaputt. Das ist halt die ganze Piraterie, die dann halt mit dahinter steckt. Bin ich kein so großer Fan von. Aber ich kann da jetzt auch nicht wirklich viel dazu sagen. Ich bin vor allen Dingen viel mehr auf die Musik gerade konzentriert.
Und nochmal vorne durchlaufen lassen. Hier muss ich Melodie zubringen. Nee, halt, hier noch. Aber hier. Das kann ein Cheat, da hier so eine Note abgespielt ist. Aber da brauche ich jetzt. Blablabla. Doof. Alles doof. Oben. Ja, das komplette Zeug da. Ja.
das hier. 7? Den Chor. Neues Ding. So, ich glaube, das könnte fast schon ein fertiger Song sein. Aber dafür brauche ich ein neues Gedöns heißt neues Pattern. So, ich lasse jetzt mal ein bisschen liefen. Ich mache aber den Sound davon ein bisschen leiser am besten, damit es nicht ganz so nervig ist. So. Zu leise. So. Ich lasse es einfach mal im Hintergrund ein bisschen durchlaufen, einfach nur zu testen, ob es sich zu schnell wiederholt oder nicht. Je nachdem, wie schnell es mir auf die Nüsse geht, wiederholt es sich zu schnell oder eben nicht.
dir aber gerade wieder einen Fehler aus. Zack. 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 Weil das natürlich wieder den Noise Channel und den Triangle Channel sonst verleisert. Jetzt nochmal von vorne vor allen Dingen und diesmal durchlaufen lassen, hoffentlich. Halt den Moment. Eins ist noch aufgefallen, dass ich irgendwo was falsch gemacht habe. Nein. Da. Hier fehlt was. Dieses hier, aus welchem Grund auch immer. Warum auch immer ich vergessen habe, hier hinzutun. Viel besser. So, und jetzt wird komplett durchlaufen. Okay. Ich finde, das hört sich schon ziemlich gut an. Okay. So. Ich habe ja vorher noch gesagt, also jetzt habt ihr auch lang genug das eine gehört. Ich muss das Ding noch benennen. Wie benenne ich das überhaupt? Benenne ich das? Irgendwas Forest. Ein Song zu benennen ist auch schwer, ey. Ja, ich kann es auf die Welt loslassen. Das werde ich dann auch bald tun. Also nach dem Stream werde ich das auf jeden Fall auf Soundcloud hochladen und so weiter, wie gesagt. Beziehungsweise, lass mal schauen. Nur für den Fall der Fälle, ich poste es einfach mal jetzt hier in den Chat rein. Das ist meine Soundcloud. Und da darf man mir gerne folgen oder die ganze Musik anhören, was ich bisher gemacht habe.
Ich werde auf jeden Fall jetzt, wollte jetzt noch ganz kurz dann noch das Final Boss Theme einmal komplett durch, beziehungsweise, ne, eigentlich ist es gar nicht nötig, das ist ja auch auf der Soundcloud drin, als Grave Assassinations Full Version. Das ist da drauf zu finden. So, jetzt brauche ich immer noch irgendeinen Titel. Meine Güte, Titel, was mit Wald zu tun hat. Wald. Wald. Forest. Woods. Trees. The trees have eyes. Ja, genau. Und das Boss-Theme heißt dann einfach The trees have knives. Das auch. Gut. Und das war mein Livestream für Family Tracker. Die Sachen aus den Fingern saugen für 1:52 oder wie lange auch immer, sagen wir mal 1,5 Minuten, habe ich jetzt 3 Stunden fast gestreamt. Aber so ist es. Komponieren ist nicht leicht. Klaus, die Melodie ist darauf ausgelegt, ein Ohrwurm zu sein. Deswegen wird die auch in jedem Song für dieses Spiel verwendet. Ja, wie gesagt, das wäre soweit. Danke für alle, die zugeschaut haben. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was über Family Tracker vor allen Dingen gelernt. Weil das wirklich ein super tolles Programm ist. Family Tracker gibt es übrigens auf der Seite, was heißt die jetzt? FamilyTracker.com. Ist kostenlos, kann jeder runterladen, wie er möchte. Ich persönlich, man sieht es ja, ich benutze die Beta-Version 5.0, die gibt es bisher nur in dem dortigen Forum. Aber auch als kostenlosen Download, kein Problem. Die bisher stabile Variante ist die 0.4.6. Die hat noch ein paar winzige Kleinigkeiten gegenüber der 5er Version. Und man kann auch leider keine Dateien öffnen, also mit der 4er Version keine Dateien öffnen, die mit der 5er gemacht wurden. Aber sonst, probiert es mal aus. Es gibt auch eine Menge Musik, besonders in den dortigen Foren, runterzuladen. Da bin ich auch zum Teil noch ein bisschen aktiv. Und es hört sich alles sehr, sehr schön an. Von daher, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Samstag ist übrigens Mother 3 Übersetzungs-Livestream, damit ihr Bescheid wisst, um 15 Uhr auf meinem YouTube-Game. Okay, also jetzt aber wirklich vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch. Und bye bye!